Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, mittlerweile sind meine Taten voll. Ich habe jetzt mal alles abgegeben, was ging. Bei der letzten Aufnahme, also vor zwei Folgen effektiv, hatte ich auch Level-Up. Das habe ich vergessen zu erwähnen, ne? Und zwar vom Tatenabgeben her. Ja, also wie gesagt, da sind wir 27 geworden. Bis jetzt kam jetzt nichts großartig dazu. Aber ja, schadet nicht. Das Inventar ist etwas leerer. Ja, mehr will man ja auch nicht. Wobei immer noch drin was leuchtet. Manu, ist das jetzt die eine Quest oder nicht? Ich gucke sie lieber halt nochmal nach. Ihr wisst ja, ich dreimal sicher gehen ist immer noch besser als einmal daneben liegen. Siehst du, guck mal, da haben wir doch noch was. Was bist du denn? Was für ein schrecklicher Tag. Hab die geschwärzten Fälle vergessen abzugeben. Oh, jetzt kann ich die nicht mehr abgeben. Na gut, dann behalte ich die halt bald. Ist ja kein Problem. Sonst ist es nichts. Die geschwärzten Fälle gebe ich dann halt mal, was weiß ich, morgen ab. Muss mich noch schnell morgen mal einloggen. Und dann sollte das passen. Nichtsdestotrotz werden wir hier weiterziehen in Richtung dieses kleinen Zwischenlagers da. Und uns da dann endlich mal die verdiente Belohnung abholen. War übrigens gar nicht so dumm, dass wir die zwei Hoffnungen draufgehauen hätten oder haben, weil uns das durchaus ja ein bisschen vorangebracht hat, gerade da oben. Sonst wäre es vielleicht bei denen, als wir die drei Mobs in der letzten Folge hatten, deutlich kritischer geworden. Insofern alles richtig gemacht mit den Buffs, die wir uns draufgehauen haben. Yay. Wunderbar, wir reiten weiter, weil wir es können. Da hinten in der Ecke ist nichts, das brauchen wir nicht hingucken. Also das ist hier eigentlich die, genau, die Wegzerrung. Das Zeug läuft alles noch so 6 Minuten. Im Moment brauche ich da jetzt auch nichts großartig drauflegen. Ich will ja erstmal da hinten nur abgeben gehen und dann potenziell schauen, was dann überhaupt anliegt. So. Aber schön ist auch, dass wir ein bisschen was wegfuttern hier, weil unsere Nahrung ist ja potenziell doch sehr hoch. Oder das, was wir da an Nahrungsangebot haben. Insofern, ja, schadet es niemals, da ein bisschen was wegzumachen. So, wir müssen in die Richtung, sehe ich gerade. Okay, Richtung stimmt ungefähr. Gucken wir mal, die Viecher brauchen wir ja nicht, den Wächter auch nicht. Warum reiten wir schlauerweise vorbei? Was greift uns denn an? Vermutlich ein Speerwerfer, was anderes kann ich mir nicht vorstellen, dass es das eingeholt hat. Aber ja gut, okay, ist halt so wie es ist. Wir warten oben, sobald wir sind, ob uns vielleicht doch noch was hinterher rennt. Die Möglichkeit darf man ja niemals ausschließen. Ja, lalalala. So, dieses kleine Eklein-Lager, da sind wir. Ja. Den Eklein seid ihr ein Freund, Bolzeniel. Das möchte ich doch hoffen. Los geht's aber hier. Unluft. Ja, ein bisschen was hat er für uns. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Die Toten verbrennen. Erledigt. In ihren Netzen. Was benötigt ihr? Erledigt. Unser bedeutendstes Fundstück. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Da müssen wir mal gucken. 14 Beweglichkeit, 14 Wille. Wir haben hier 7 Wille und kritische Treffer. Wobei 14 Wille fast schon, naja, ich weiß nicht. Die andere ist immer noch besser. Was haben wir hier? Schicksal und kritische Treffer. Ist egal, wir nehmen eine Axt und behalten erstmal den Ring. Auch wenn ein bisschen mehr Wille und so, hast du nicht gesehen. Ich denke es trotzdem besser. Nehmen den hier, weil der schön teuer ist. Genau. So. Ach du Schande. Ja, okay. Was benötigt Rundhof hat noch ein paar Quests für uns, wie es aussieht. Und ich dachte, wir könnten endlich mal weiterziehen, aber nein. Gut, die Stiefel haben wir bessere, brauchen wir nicht. Ansonsten gucken wir mal, was haben wir hier? Schulterschützer, das kann ich ja alles nicht anlegen. Ich gucke nochmal den Preis, wie immer. Naja, hier, den Augenschneider. Dankeschön. So, Weber jenseits der Ruine, ebenfalls abgeschlossen. Abgeschlossen, Geschichten der einsamen Straße. Mittelschwer, neue Tatgeschichten der Einstammstraße. Schwer. Auch gut. Ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. So. Sprecht mit Ralko, Falco Fieksilber. Machen wir. Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Nehmen wir auch gerne an. Wie gesagt, bis 5 Level drunter ich nehmen wir an. Ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. Das sind hier gerade mal 2 Level. Bleibt und hört mich an. Insofern durchaus in unserem Levelbereich. So. Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Ja, ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass wir den Anführer zerlegt haben. So, was haben wir denn hier? Schicksal, Vitalität und 23 Schicksal und allgemeinen Schaden für 10% wahrscheinlich für Schadenspunkte zu reflektieren. Ich glaube, ich nehme das Schmuckstück des Stellvertreters, was zwar das zarte Fell des Schicksals ist nicht schlecht, aber das
Ja, das Schmuckstück scheint doch schon ein bisschen stärker zu sein. Alles andere gehe ich mal von aus, dass wir da durchaus mithalten können. Ja, so gut 20 Wille vielleicht nicht, aber dafür haben wir ja da ein bisschen was anderes. Okay, wir nehmen das Schmuckstück. Sieht irgendwie besser aus. So, hopp, plumm. Und vor allem stand da irgendwas von Schaden reflektieren. Das ist auch immer gut. So. Und wenn es nur 10% Wahrscheinlichkeit ist, 17 Schadenspunkte. Sind immerhin 17 Schadenspunkte, ne? Muss man sagen. So. Tauschen wir mal aus. Okay. Ja, damit hätten wir diesen Teil auch durchgeexerziert. Zumal ja, man muss ja sagen, hier 19 Schicksal und hier sind es 23 Schicksal und nochmal 17 wieder dazu. Also besser geht's ja nicht. So. Wunderbar. Mal kurz auf die Questliste geguckt. Wobei wir halt ganz kurz mal gucken müssten, was ist denn. Wir hatten noch eine Quest zum Abgeben. Westgondor, Belfalas brauchen wir nicht. Radagast wissen wir, wo wir den finden. Das brauche ich jetzt nicht aktivieren. Weg zum einsamen Berg. Ach so, Instanzen abschließen. Nun gut, das könnte schwierig werden, da ja manche Instanzen nicht gehen. Deswegen nehmen wir das einfach mal raus. Dann kann ich das irgendwie ausblenden auch. Aus Übersicht entfernen. Nee. Okay, lassen wir einfach so. Alles klar. Wir sehen, hier in dem Bereich haben wir ein bisschen was zu tun. Gelbe Quest, rote Quest und hier oben in der Ecke sowieso. Okay. Und hier hinten ist die Festige Ruth, wo wir den lieben Radagast finden. Wunderbar. Aber bis wir uns dahin kämpfen, müssen wir uns erst noch ein bisschen hier rumkämpfen. Das werden wir aber einfach eiskalt tun. Natürlich ohne uns nach Möglichkeit alles zu brechen. Was haben wir denn hier? 10 Herr der Ringe-Punkte, schöne Sache. Geschichten der einsamen Straße, das hat uns gebracht. Ah ne, das ist schwer. Das gibt sogar 15 Herr der Ringe-Punkte und 2 Idealismus, auch nicht schlecht. Und erhöht auch nochmal den Eklein-Ruf. Tat abgeschlossen, 2 Mitgefühl bekommen, auch gut. Der Ruf ist erhöht. Auftragslimit erreicht, hatten wir ja schon gesagt. Nein, da setzen wir nichts zurück. Auch das sagten wir. Also ich sag jetzt. Okay, gucken wir mal. Gestohlene Kisten und Halborks besiegen und allgemein hier Staudenrenner. Seid ihr das, ich hier hauen muss? Hier auch noch angezeigt wurden. Gucken wir mal. Nur mal so zum Testen. Obwohl die relativ niedrig sind vom Level her. Waren es auch nicht. Ja gut, ich stehe auch kurz davor. Okay. Die Wetterspitze ist zumindest, sagen wir mal, die lassen wir hinter uns. Halborks. Ich glaube, ihr seid die, die ich brauche, oder? Gucken wir mal. Hopp. 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 Jawohl. 10 besiegte Halborks. Sollte recht schnell machbar sein. Brauchen wir noch einen von den Typen hier. Nein, Blutkrähen brauchen wir nicht. Eschenzweige brauchen wir auch nicht. Rhabarberstängel könnte man sammeln. Da hinten ist noch ein Halborg. Nehmen wir uns den mal vor. Aha. Ein Halborg-Rohling kann man noch brennen. Mist, dann hätte ich wohl einen Feuerzauber nehmen sollen. Ah, kann man ja alles mal ändern. So. Siehst du? Boing. Einmal weggebämst. Wo geht's denn da hinten hin? Nur mal Interesse halber. Scheint auch noch was. Ich gehe mal rein. Nicht, dass wir da rein müssten wahrscheinlich, aber ja, wir können ja mal reingehen. Ich weiß nicht, ob das immer noch hier Dingensgebiet ist. Nee, das müsste von den Spinnen schon vorbei sein. Wer weiß. Aber man soll ja auch ein bisschen erkunden von der Welt. Man will ja ein bisschen was sehen. Ein paar alte Ruinen entdecken und sowas. Ich meine, wenn man so eine Urlaubsreise durch die einsamen Lande bucht, dann sollte man auch, ja, alles mitnehmen, was geht. So. Ein Kohlkopf, kein Hohlkopf. Ach, weißt du was, weil der so schön kohlig aussieht, den nehme ich mal mit. So. Nicht, dass wir ihn brauchen, aber ja, schade tut es ja auch nicht. Habe ich beschlossen. So, unser Essen ist übrigens alle, sehe ich gerade. Brauchen wir hier hinten Rauchschleicher. Das sind Luchse, ne? Bist du ein Luchs? Ich luchs dir gleich dein Fell ab, mein Freund. So. Ja, sehr gut. Was will man mehr? Halt. So. Okay. Einer von 8. Nee, ich will kein Fell. Fleisch. Okay. Einer von 8. Die anderen sind hier nicht so groß in der Nähe. Na gut.
Möglicherweise sind die halt auch draußen. Bin ich, ja, ich bin noch in der Dingens und hier oben ist halt eine Brücke, da geht's dann rüber. Ja, gut. Wenn wir da eine Quest haben, dann zieht's uns dahin. Ansonsten müssen wir nicht unbedingt dahin. Ist ja alles gut. Ich futter mich trotzdem voll, einfach nur, weil wir was können. Wir haben genug von dem Zeug. Da kann ich es auch alle machen. Naja. Nimm, nimm, nimm. Du auch. So. Schadet ja nie, wenn man ein bisschen besser gerüstet ist. Lalalala. So, Hoffnung schadet auch nie. Man sollte die Hoffnung grundsätzlich niemals aufgeben. Nein, nein. Bist du ein Lux? Bist auch ein Lux. Komm mal her. Na komm, ein bisschen schneller hier. Komm, ich hab nicht ewig Zeit. Das war ein Lux. Da hinten sehe ich noch einen Halbrock durch die Gegend rennen. Den nehmen wir uns natürlich mit. Muss ja nicht sein, dass wir hier... Räume im Weg. Dass wir hier einfach die Leute vergessen. Nein, 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 nein. Am Ende ist er hier ganz einsam. Da hinten ist noch ein Lux aufgetaucht. Dem Lux ich auch noch das Fleisch ab. Hier, komm mal her. Der kommt bestimmt aus den Benelux-Staaten. ich weiß, der war schon immer besser. Aber die haben ihre eigene Burg. Die Luxemburg. Hm. Okay. Sollte einer von euch gelacht haben. Dankeschön. Sollte keiner gelacht haben. Ich verstehe es ja. Oh, ein Wachmann. Ey, bist du noch Wachmann? So. Und. Zerlegt. Hehe. Geht doch schnell. Wir kommen voran, questen uns durch die ersten Möpse. Brauche ich dich hier? Ein Wächter? Nö, ich glaube, ich bin schon wieder draußen, ne? Kann das sein? Weil das sind ja. Ja, das sind die alten normalen Bilbis-Mobs. Auch kein Mensch nicht. Siehst du? Nee. Ja, genau. Ich bin in die verkehrte Richtung. Ich muss in diese Richtung. Dann gehen wir auch in diese Richtung. Kommen wir eh ein bisschen weiter rein. Gehen mal von aus, dass wir hier und da noch dem einen Lux, einen oder anderen Lux, das Fell über die Ohren ziehen können. Und wenn wir so eine Krähe erwischen, wird der Vogel natürlich auch platt gemacht. So. So. Guck mal hier sogar. Ein Vogel, Halborg-Pärchen. Guck mal, ich fasse dich mal an. So, schön. Dass die immer so verwirrt sind, wenn so eine hübsche Frau wie die Bolzenier die einfach mal antippst, ne? Ist schon cool. Fühlt man sich natürlich immer gleich viel, viel, viel besser, wenn man weiß, ja, okay. Die sind so rollig, dass sie dann hinterher kurz stehen bleiben und verwirrt sind. Jo. Guck, ich zeig's dir, das klappt sogar bei Tieren. Ha, guck mal, der fällt sogar vor Erregung um. So, hopp. Ist natürlich auch eine süße, unsere Bolzenjel. Allerdings auch nicht zu unterschätzen in der Kampfstärke. Ja. Spralitz. Spralitz. 8 von 10. Strauchjäger. Moin, mein Freund. Einmal anfassen. Wobei man sagen muss, vom Anfassen muss ich Bolzenjel auch mal ganz leicht schnell erholen. Aber nun gut, das ist dann halt so. Man will ja auch nicht immer jeden anfassen. So, die Blutkrähe brauchen wir nicht. Was ist das da unten noch? Ein Jägerchen, ein kleiner Strauchdieb. Den nehmen wir noch gerne mit. Boing. Noch einen und dann wäre die Sache auch durch. Was verfolgt uns? Tatsächlich die Krähe. Wollte ich eigentlich ausweichen. Ich wollte dich leben lassen. Aber wer nicht will, der hat bekanntermaßen schon. Schwere Eibenzweige brauchen wir nicht. Aber man merkt aber, man kommt so langsam ins Gebiet, wo auch die nächsten Crafting-Geschichten sind. Harmon Binse. Brauche ich dich? Hey Harmi, bleib mal stehen. Hepp. Okay. Ja, der Harmon war harmlos. Guck mal, da oben eine Goldader. Finde ich einfach geil, wie die aussieht hier. Ich finde das toll gemacht, muss ich sagen.
Da haben wir eine Vorratskiste. Ein paar Blutkrähen. Na ja, gut, dann machen wir die erstmal platt. Und hepp. Immer eins nach dem anderen hier. Komm, ich touch. Ich touch eben auch Vögel an. Okay, das war's. Dann mal hier. Quietsch. Ein Rubin. Der sieht auch geil aus. Muss man sagen, es wird immer besser. Oh. So, Vorratskiste geplündert. Wir sind noch ein Vogel zu machen. Okay. Boing. Okay. Da es hier so dunkel ist, würde ich sagen, pausieren wir kurz und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo, ja, wo es wieder heller wird. Okay. Jo, so ist es. Leute, ich danke euch trotzdem fürs Einschalten. Bei schönem Wetter, tschüss zu sagen, ist noch eh viel besser. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Tschüss.